Meine Damen und Herren, Sie wissen sicherlich, wie sehr ich der bullischen Seite zugetan bin, denn Aktien steigen immer, weil die Gesetze der Schwerkraft nur in der Natur, nicht aber an den Märkten gelten. Und wenn wir mal in die Vergangenheit blicken, dann sind ja die Aktienindizes immer gestiegen und deswegen werden sie weiter immer steigen. Das ist eine fantastische Logik. Und jetzt kommt noch dazu, dass wir saisonal in eine günstige Phase kommen, dass die Buybacks wieder anfangen, das Geld normalerweise zum Jahresende von den Investoren in die Märkte fließt. Was soll da also schiefgehen? Und dennoch braucht sich da der geradezu perfekte Sturm auf, vor allem für die US-Tech-Aktien aus meiner Sicht. Und warum das so ist, das will ich Ihnen kurz zeigen. Denn vielleicht könnte man es in einem Satz sagen, die Märkte sind davon ausgegangen, ja gut, 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 Lieferengpässe, Materialmangel, Arbeitskräftemangel, was hat der große Tech-Konzern wie Apple, wie Amazon damit zu tun? Nix. Und man stellt jetzt fest, dass das, was bei Snap schon absehbar war, jetzt eben auch die Dickfische erwischt, die gestern ihre Zahlen vorgelegt haben, nämlich Apple hier, da spricht man eben von Lieferengpässen, die 6 Milliarden Dollar kosten, und vor allem warnt man davor, dass auch im letzten Quartal des Jahres, wo es für Apple ja um sehr viel geht, weil da das Weihnachtsgeschäft stattfindet, dass die Situation da mindestens schwierig bleibt. Es ist übrigens das erste Mal seit 2016, dass Apple die Umsatzerwartungen unterboten hat, sonst ist man da ja meistens meilenweit drüber gekommen. Und unten sehen wir mal eine Grafik, hier die iPhone-Verkäufe, wir sehen dann iPad, Mac und so weiter und so fort. Also die Hardware, die läuft nicht so richtig gut. Das Einzige, was da ordentlich läuft, ist der Dienstleistungssektor. Aber ohne Hardware eben auch weniger Dienstleistung, das ist so ein bisschen das Problem. Also das sieht mir jetzt nicht mehr so wie eine ungebremste Wachstumsstory bei Apple aus. Aber das ist natürlich die Frage der subjektiven Wahrnehmung. Und dann hatten wir zuvor Amazon gehabt. Gewinn halbiert, Aktie fällt. Auch hier deutliche Schwächezeichen, Labor Supply Issues heißt es hier auch. Wir sehen übrigens Labor, Amazon unten in dieser Grafik hat jetzt 1,5 Millionen Angestellte. Das ist wirklich eine Großstadt wie, ja, größer als München, muss man sagen. Hier sehen wir dann auch in der Mitte, das Gewinnwachstum geht nach unten. Nach wie vor, die Zahlen sind ja immer noch beeindruckend, gar keine Frage. Aber das Problem, rechnen wir mal Amazon Web Services raus, AWS. Das war wieder eine Sparte, also diese ganze Cloud-Geschichte, die besser performt hat. Ohne diese Cloud-Geschichte, dann würde es richtig schwierig werden für Amazon. Und dann würde sich eine ganz andere Frage stellen, nämlich nach der Bewertung das eigentliche Kerngeschäft, von dem viele von Ihnen ja permanent Gebrauch machen, nämlich sich bei Amazon irgendwelche Dinge zu bestellen, das ist nicht wirklich profitabel. Das, was Geld abwirft, ist die Cloud und sonst nichts. Und das kann bedeuten, dass Amazon irgendwann in Schwierigkeiten gerät, wenn eben die Cloud nicht mehr so funktioniert und dann eben die Kostensituation auch für Amazon in dem Kerngeschäft ein bisschen schwieriger wird. Übrigens, Kerngeschäft Meta ist jetzt der neue Name von Facebook, haben Sie vielleicht schon gehört. Man will jetzt immer mehr in Sachen virtuelle Realität unterwegs sein. Nun sagen manche, ja gut, Facebook ist per se schon mal eine virtuelle Realität. Nein, neulich sind die ausgefallen, da habe ich tausende von Freunden verloren, auf einen Schlag. Ja. Das war virtuell sehr schmerzhaft, dementsprechend ist aber jetzt die Fragestellung, wie schaut es denn eigentlich aus mit der Bewertung dieser Tech-Konzerne, einer Apple, einer Amazon, wenn die jetzt eben auch wie die sogenannte Trivialwirtschaft, die auch als Realwirtschaft bezeichnet wird, eben die gleichen Probleme haben, Lieferengpässe, Materialmangel, Arbeitskräftemangel, steigende Kosten, das ist sozusagen hier das große Problem. Und Ottavio Costa zeigt jetzt mal hier, dass das Verhältnis zwischen Wachstums-Growth, also diesen Tech-Aktien, und Value-Aktien auf dem höchsten Stand ist seit Dotcom-Blase. Also die Fallhöhe wäre nett gering. Und es sind ja diese großen Werte, die letztendlich die Indizes oben gehalten haben. Die Durchschnittsaktie in den US-Indizes hat schon eine heftige Korrektur hinter sich. Mal sehen, wie es jetzt mit den Tech-Werten, den großen Tech-Werten passiert, in denen alle ja drin sind. NIAM Exposure bei 103, also die sind gehebelt drin. Fear of Missing Out ist so stark ausgeprägt wie eigentlich noch nie. Das ist ein Klumpenrisiko, eine Klumpenballung in diesen Tech-Konzernen, weil man sich gesagt hat, was soll denn passieren?
Selbst wenn die Wirtschaft nicht so gut läuft, das wird immer gut gehen. Aber wie gesagt, die sind eben inzwischen auch Teil der Wirtschaft. Die brauchen auch Logistik, die brauchen auch Chips, die brauchen auch Arbeitskräfte, die brauchen auch Materialien, auch diese Konzerne. Jetzt haben wir eine Gegenüberstellung von Carl Quintanilla. Bullish und bearish. Die Bullen sagen, wir haben doch die Earnings, die sind doch überwiegend sehr gut. Naja, das ist richtig, aber es gibt schon ziemliche Ausreißer auch auf der Unterseite. Und wo ist das eigentlich große Makrorisiko? Diese großen Steueranhebungen, die sind doch erstmal vom Tisch. Da gleich mehr dazu von Bidens Build Back Better Programm. Und diese Supply Chain Troubles, die scheinen sich zu verbessern. Gestern Aussagen von Volkswagen, Stellantis. Wer war das noch? Irgendwie anders. Die haben gesagt, wird ein bisschen besser. Gucken wir mal. Die Bären sagen, everything is at a peak. Alles ist in einem Peak. Guckst du etwa Tesla? Guckst du bestimmte Kryptowährungen? Hier sieht man ja ein paar Exzesse, die natürlich bewundernswert sind. Aber man sieht eben bei den Zahlen von Robinhood, diesem Broker in den USA, dass die Dinge hier ein bisschen schwieriger werden, weil die Privatkunden jetzt ein bisschen nicht mehr so krass unterwegs sind. Eins ist aber auch klar, keiner will Anleihen haben. Das hatte ich gestern schon gezeigt. Alle wollen in Tech-Aktien, niemand will in Anleihen, weil man sagt, oh, Inflation, und die ist ja auch tatsächlich ein Thema. Aber vielleicht kommt eben die Situation, dass dann eine Flucht in die vermeintliche Sicherheit von Staatsanleihen stattfindet. Wir haben also nach wie vor eine massive Konzentration in wenigen Bereichen, und wenn zu viele Leute auf der Seite, der einen Seite des Bootes sitzen, kann es mal unangenehm werden. Und jetzt kommt der, neben den Lieferengpässen, Materialmangel, Arbeitskräftemangel, steigenden Kosten, zweite entscheidende Punkt: die Notenbanken verlieren die Kontrolle über die Märkte. Das haben wir gestern gesehen bei Madame Lagarde, als sie jetzt zum Beispiel gesagt haben, wir haben a lot of soul searching, also wir haben uns sehr genau hier beschäftigt mit dieser Geschichte, mit der Inflation, und wir kommen zur Auffassung, 2022 wird die deutlich nachlassen. Die Märkte in Reaktion darauf, nö, die wird nicht nachlassen, die 5-Year-Break-Evens, die Inflationserwartungen massiv gestiegen, ebenso der Euro gestiegen, weil der Euro praktisch einpreist, dass die EZB gar nicht anders kann, als dann hawkischer zu agieren, auch wenn ihr das noch gar nicht klar ist. Das heißt, die Märkte sagen, ihr seid hinter der Kurve, Madame Lagarde etc., ihr seid hinter der Kurve. Und Mohamed El-Erdian zeigt das beispielhaft. Die Entwicklungen gestern, die zeigen beispielhaft, so sagt er es, dass die Märkte eben den Voraussagen der Notenbanken keinen Glauben mehr schenken. Jetzt haben die Notenbanken nicht mehr die Möglichkeit, mit Gelddrucken alle Probleme zu lösen, denn damit machst du die Inflation schlimmer. Und auf der anderen Seite verlieren die Notenbanken ihre Glaubwürdigkeit gegenüber den Märkten. Und die Notenbanken waren ja das Sicherheitsnetz, das immer alles gerettet hat, weswegen es angeblich kein Rückschlagpotenzial an den Märkten gibt. Dieses Netz hat jetzt ein paar ziemlich dicke Löcher bekommen, und das sieht man jetzt zum Beispiel auch in Australien, was heute Nacht passiert ist. Da die Renditen für die zweijährige Anleihe massiv weiter nach oben geschossen, und die australische Notenbank hat ja eigentlich sogar eine Zinskurvenkontrolle, eine Yield Curve Control, aber sie hat dann eben es unterlassen, davon Gebrauch zu machen, diese Anleihen zu kaufen, um die Renditen unter Druck zu bringen. Wir sind jetzt 24 Basispunkte in sehr kurzer Zeit gestiegen. We are witnessing a global reset in monetary policy guidance. Wir hatten die Bank of Canada, wir haben viele Notenbanken, die jetzt merken, sie müssen umsteuern. Russland hat die Zinsen angehoben, Brasilien, also die EZB ist noch so ein bisschen auf dem Lonely Planet als einzige. Die glauben, sie sind in einem Umfeld, wo die Inflation bald wieder zurückgeht und sie nichts machen müssen. Hier sehen wir mal die Market Implied Rate Hikes. Da sehen wir, dass in der EU die Märkte jetzt so weit sind wie in den USA. Also die Märkte sagen, die EZB wird ähnlich agieren müssen wie die amerikanische Notenbank. Wir sehen heute oder werden heute bekommen die Inflationsdaten, PCE, immer sehr wichtig, weil für die Fed ein wichtiges Kriterium, Personal Consumption Expenditure, 14:30 und um 11 Uhr die Verbraucherpreise aus der Eurozone. Das wird ein Hingucker. Gestern ja die Verbraucherpreise aus Deutschland mit 4,5%. Und jetzt bekommen wir so ein paar anekdotische Dinge, die aber etwas zeigen. McDonald's ist ja zuletzt auch deswegen gut gelaufen, weil
die Inflation hoch ist, das heißt, die Kosten für die Leute steigen. Also versuchen Sie ein bisschen zu sparen, und McDonald's ist ja vergleichsweise billig. Es ist also billig essen, vielleicht auch von der Qualität, aber dazu würde ich mich nicht äußern, gell? Also auf jeden Fall, das war natürlich dann eine Alternative zu sagen, okay, dann spare ich zumindest beim Essen, aber jetzt wird McDonald's die Preise anheben, weil man eben sagt, ja, wir sind betroffen von der Inflation, wir sind betroffen von steigenden Löhnen. Hier die Vereinigung der selbstständigen Franchise-Nehmer von McDonald's hat jetzt gesagt, price increases are happening everywhere you look and you will continue as employers pass along these added costs. Also die Arbeitgeber, die müssen diese gestiegenen Kosten weitergeben. We will do the same. Wir werden das Gleiche machen. Ein Big Mac wird mehr kosten. Das sollten die offiziellen Politiker jetzt unbedingt mal zur Kenntnis nehmen, wie es in der realen Welt aussieht. They are creating an inflationary time bomb. Sie kreieren eine inflationäre Zeitbombe. Das finde ich eine interessante Formulierung, die hier die McDonald's-Franchise-Nehmer gewählt haben. Und dass da eine Zeitbombe irgendwo am Start ist, das ahnen auch die Konsumenten in der Eurozone. Wir sehen hier die Inflationserwartungen oder die Sorgen über die Inflation so hoch wie seit 1993 nicht mehr. Und unten sehen wir Materialmangel, Shortages in verschiedenen Ländern. Und hier sehen wir in Deutschland ganz, ganz stark und im vierten Quartal vor allem noch schlimmer als im dritten Quartal. Also überall eigentlich sehen wir diesen Mangel. Es ist also hier ziemlich eindeutig, dass im vierten Quartal diese ganze Geschichte sich nicht wirklich auflösen wird. Wir werden trotzdem zahlen, meine Damen und Herren. Das ist ja gut so, okay, wenn irgendwo irgendein Bordell abbrennt. Wir zahlen, das ist praktisch der Preis, ne, für das, was wir da angestellt haben. Jetzt, what the fuck ist Angela Merkel ist ja in Griechenland. Varoufakis hat gesagt in einem Interview, die Deutschen werden leider zahlen und zahlen und zahlen. Und ja, wenn wir dann unter der seligen Scholz-Regierung vielleicht sogar einen Finanzminister Habeck bekämen, der zahlt alles, gell? Hauptsache ist es nicht sein Geld, nein, dann ist man ja besonders großzügig, aber dann gehen wir natürlich in die totale Haftung, so steht der zu vermuten. Vielleicht wird es Lindner, und dann wird das ein bisschen schwieriger. Jedenfalls nochmal in Sachen Inflation zwei wichtige Dinge. Düngerpreise sind massiv nach oben geschossen. Das wird ein riesiges Thema in Sachen Nahrungsmittel. Dann für die nächste Ernte, und wir sehen, dass auch die Shipping-Kosten wieder steigen, also die Transportkosten USA, China, China, USA, Europa, China, China, Europa und so weiter und so fort. Vor allem von China nach USA oder Europa sind die Preise ja nach wie vor sehr hoch. Und jetzt eben die eigentlich gestern bereits eingepreiste Situation, dass Build Back Better jetzt wirklich kommt, also dieses Programm von Joe Biden, das ja Infrastruktur ist auf der einen Seite und soziales Gedöns auf der anderen Seite. Jetzt sagen die sogenannten Progressives, die linken Demokraten, nö, wir haben nach wie vor den Text nicht gesehen, deswegen werden wir hier nichts unterschreiben. Jetzt musste Nancy Pelosi die Abstimmung verschieben, die eigentlich längst hätte stattfinden sollen. Das wird jetzt, wenn überhaupt, am Wochenende passieren. Joe Biden ist ja in Europa auf dem Klimagipfel, und die Linken sagen, also ja, wir haben es immer klar gesagt bisher, warum habt ihr nicht auf uns gehört? Also diese ganze Geschichte, die verzögert sich. Wir haben in den USA, in Virginia am Dienstag Gouverneurswahlen, so ein erster großer Lackmustest, wie die Stimmung gegenüber der Biden-Regierung ist. Hier sehen wir den demokratischen Kandidaten, der in kurzer Zeit jetzt 10% verloren hat mit 54,6%, der Republikaner mit 45,4 jetzt eng dran. Das wird eine wichtige Geschichte, auch von der ganzen Stimmung her gegenüber der Biden-Regierung. Kurzer Abstecher nach China. China oder Evergrande will jetzt wahrscheinlich eine weitere Tranche bezahlen, damit man nicht direkt in den Default geht. Also praktisch Zahlungsausfall bei Anleihen. Starbucks mit schwachen Umsätzen, weil vor allem das China-Geschäft leidet. Auch das sagt uns etwas aus. Wie ist die Situation? Also eigentlich saisonal ziemlich günstig. Buybacks dürften anfangen. Weihnachtsrally, das sind natürlich die Argumente. Stonks always go up. Das ist ein überzeugender Punkt, gar keine Frage. Aber wenn ich sehe, dass die Notenbanken den Grip über die Märkte verlieren, die Kontrolle über die Märkte verlieren, die Märkte machen genau das Gegenteil von dem, was die Notenbanken sagen auf der einen Seite. Und jetzt eben klar wird, dass auch Tech nicht immun ist gegen all diese Probleme, die einfach nicht abebben wollen, dann haben wir da schon einen perfekten Sturm. Und wie es beim DAX aussieht, das hat mein Kollege Stefan Jäger hier mal mit der fundamentalen und charttechnischen Situation verquickt. Finde ich sehr, sehr gut, wie er das macht. Der DAX fällt vorbörslich unter eine wichtige Unterstützung. Ich packe Ihnen
diesen Artikel unter das Video lesen. Und wir sehen uns heute etwas früher als sonst im Markeflüster, wenn Sie wollen. Ich habe heute Abend einen Termin. Also ich denke, so um und bei 18 Uhr dürfte das Video dann online sein. Ich sage Servus und Ciao.